Jo Leute, was geht? Heute geht es mal um die sogenannten Mandela-Effekte. Das sind Effekte, wie soll man das erklären, Leute? Wir werden das in diesem Video auf jeden Fall erfahren. Es ist nämlich etwas in unserer Erinnerung, was nie passiert ist in SpongeBob Schwammkopf. Das schauen wir uns heute auf dem Kanal von Hige an. Alle 8 SpongeBob Mandela-Effekte erklärt. Lasst unbedingt einen Daumen nach oben da, checkt gerne Hige aus. Und Leute, wenn ihr mehr SpongeBob haben wollt, zerstört den Like-Button. Lasst uns die 1000 Likes auf diesem Video so schnell es geht knacken. Und dann gibt es das nächste SpongeBob-Video schon sehr bald. Also Leute, let's go. Mandela-Effekt in SpongeBob. Mega nice. War da gerade Mr. Krabs Hintern? Okay. Okay. Oh yeah, Mr. Krabs. Ah! Sorry. Sorry, falls ihr euch erschrocken habt. Kennt ihr dieses Meme? Ich erkläre euch kurz, was ein Mandela-Effekt ist. Und zwar geht es darum, dass sich sehr viele Leute an ein Ereignis erinnern, was aber eigentlich gar nicht passiert ist. Und ohne großartig viel zu reden, Leute, let's go! Der erste Mandela-Effekt ist in der Episode, wo Thaddäus auf Gary aufpassen muss. Oh ja, das ist ein... Ich bin natürlich, Leute, jetzt ist die Frage... Es sind 8 Effekte. Schreibt bitte nach diesem Video in die Kommentare, auf wie viele Effekte ihr reingefallen seid in eurer Erinnerung. Ich werde das auch machen. Ich werde auch in mein Gedächtnis reinlesen und dann sagen, okay, ich habe das so im Gedächtnis. Und wer weniger Effekte hatte, der ist der Gewinner. Passt auf, der ist wirklich crazy. Denn in der Folge geht es ja darum, dass Thaddäus die ganze Zeit so in der Sonne chillt und vergisst, Gary zu füttern, weil SpongeBob ja unterwegs ist mit Patrick. Ja. Und dann kommt SpongeBob zurück und Thaddäus realisiert, dass er Gary nicht gefüttert hat und dann füttert er... Wie diese Farbe dann einfach so zurückgegangen ist. Ganz schnell, aber es bringt nichts. Gary ist krank. Danach kommt ein Doktorfisch, und gibt Thaddäus und SpongeBob so eine Spritze, die sie Gary verabreichen müssen. Dann gibt Thaddäus außersehen SpongeBob die Spritze. Und SpongeBob verwandelt sich in der Episode in eine Schnecke. Tatsächlich wird dann auch am Ende Thaddäus verwandelt. Und jetzt gibt es hier einen Mandela-Effekt, Leute. Und zwar frage ich ganz einfach euch. Ihr könnt es ja auch in die Kommentare schreiben. Verwandelt sich Thaddäus in eine Schnecke? Bei mir hat dieser Mandela-Effekt nicht funktioniert. Also, ich kann aus meiner Erinnerung sagen, ich kenne die Folge auswendig. Ich weiß, dass Thaddäus und Patrick sich in eine Schnecke verwandeln, aber... Man hat ab dem Moment, wo Thaddäus gepiekst wurde mit dieser Spritze, dann kam dieses Blubberblasen, dieser Übergang, und dann haben die gesungen. Die Folge war dann vorbei. Denn ich weiß, dass Thaddäus sich nicht onscreen als Schnecke verwandelt hat. Das passiert offscreen. Man sieht das einfach hinterher. Diese Szene hier ist völlig frei erfunden, sie existiert nicht und wurde einfach nur nachträglich animiert. Aber komischerweise erinnern sich sehr viele Leute an diese Szene und dass sie angeblich wirklich existiert haben soll in der Episode. Aber der Mann... Ich glaube, die Leute erinnern sich nur deswegen daran, weil es bei SpongeBob der Fall war. Und deswegen, warum soll man das dann bei 2 Charakteren sehen? Der Episode hat selber gesagt, dass das nie animiert wurde und das... leider nur ein Mandela-Effekt ist. Ja. Die Verwandlung von Thaddäus wäre schon ziemlich hart. Ich meine, die von SpongeBob war schon hart, aber Thaddäus war bestimmt noch härter, weil er hat ja so eine richtige... Thaddäus war härter. Oh ja, Thaddäus. Oh yeah, Mr. Krabs. Schneckenhaus und so. Daumen nach oben für diesen Mandela-Effekt. Kommen wir zum nächsten. Und dieser Mandela-Effekt ist in der Episode... Wisst ihr, was auch ein Mandela-Effekt ist? Higes Facecam ist in 25 FPS. Das ist ein Mandela-Effekt. Die Geheimschachtel. In der Geheimnisschachtel von Patrick geht es darum, dass SpongeBob die ganze Zeit herausfinden möchte, was da drin ist, Patrick es ihm aber nicht verraten möchte. Das Ganze geht dann so weit, dass SpongeBob am Ende sogar bei Patrick einbricht und Patrick gesteht ihm am Ende, was drin ist. Es ist eine Schnur. Und das war's. Natürlich nicht. Es ist ein Foto drin. Natürlich nicht. Denn am Ende der Episode sieht man, was das echte Geheimnis ist. Nämlich ein peinliches Foto von SpongeBob auf der letzten Weihnachtsfeier. Und viele Zuschauer glauben, Jetzt kommt's. Ich weiß, dass man in dieser Folge
Das ist jetzt der Mandela-Effekt. Wenn ihr das anders seht, dann seid ihr reingefallen. Ich weiß, dass man das Foto nicht gesehen hat. Aber es sind zwei Mandela-Effekte quasi. Ich dachte nämlich, und das ist eigentlich das, was ihr auch alle denkt, dass es das peinliche Foto war von der Weihnachtsfolge, wo SpongeBob super traurig geguckt hat, nachdem der Weihnachtsmann nicht gekommen ist. Da hat man nämlich das Foto gesehen und ich dachte, dass das das Foto ist, was an Patrick gegangen ist und das er versteckt hat. Aber es geht hier um eine Weihnachtsfeier und das peinlich, nicht das traurige, sondern ein peinliches Foto. Das heißt, es gab ein anderes Foto. Man weiß nicht, was auf der Party passiert ist. Ich dachte aber, es wäre immer so. Actually, das Bild on screen gesehen zu haben, wie SpongeBob peinlich auf der Weihnachtsfeier irgendwie ist. Das ist aber falsch. Das ist wirklich ein Mandela-Effekt, denn dieses Bild hat man nie gesehen. Die Episode endet damit, dass Patrick einfach nur lacht und das Bild sieht man nicht. Vermutlich verwechseln viele zu... Ja, das ist es. Genau mit diesem Bild. Und das ist nicht mal das Bild, was Patrick hat. Das ist das, was ich... Deswegen sage ich, einen Punkt gebe ich dem Mandela-Effekt, weil ich dachte immer, dass dieses Foto das wäre, was er gezogen hat. Schauer, das Bild aus der Weihnachtsepisode, wo SpongeBob traurig schaut, mit dem Bild aus der Episode der Geheimnisschachtel, denn das sieht man eigentlich gar nicht. Jetzt kommt der mit Abstand verrückteste Mandela-Effekt in SpongeBob, Leute. Okay. Das wird crazy. Passt auf. Und zwar gibt es eine komplette Episode, die darum geht, dass SpongeBob sich die Schnürsenkel zumachen möchte. Patrick kommt zu ihm nach Hause und hat Schuhe und er fragt SpongeBob, wie man sie richtig zumacht. SpongeBob macht dann seine Schuhe auf und kann sie nicht mehr zumachen. Er geht dann zur Arbeit und die ganze Zeit ist er verhindert. Er stolpert die ganze Zeit über seine eigenen Schnürsenkel, bla bla bla. Wo er diese Schuhe einfach im Boden versteckt hat. Das war wild. Er fragt dann in Bikini Bottom und in der Krossenkrabbe jeden Fisch. Einfach aber Thaddäus. Ob er ihm helfen kann, die Schuhe sich zuzubinden. Aber niemand kann ihm helfen, denn keiner trägt Schuhe. Nicht mal der fliegende Holländer kann ihm helfen. Obwohl er eigentlich jeden Seemannsknoten kennt. Und SpongeBob geht dann am Ende der Episode zurück nach Hause und ihm wird geholfen. Und zwar von Gary. Denn Gary trägt Schuhe, warum auch immer. Nämlich von Gary. Wer erinnert sich noch dran? Richtig. Das ist aber nicht der Mandela-Effekt, denn der kommt jetzt. Eigentlich hätte der schon reinkicken müssen bei euch. Okay. Was meint ihr, könnte es sein? Was könnte der Mandela-Effekt sein? Dass SpongeBob immer Schnürsenkel trägt? Ich rate mal. Ist es das? Denn der Mandela-Effekt, dass SpongeBob eigentlich gar keine Schnürsenkel hat. Genau. Ja. Das wäre viel zu aufwendig, ne? Ja, Leute. Es gab sogar einen Reddit-Post und dieser Reddit-User hat ein Giga-Chaos verursacht, denn es gab eine Seite, die meinte, doch, SpongeBob hat Schnürsenkel. Und eine Seite, die meinte, nein, SpongeBob hat keine Schnürsenkel. Was denn jetzt? Hat er Schnürsenkel oder nicht? Tatsächlich hat er keine. Ich bin verblüfft, Leute. Es gibt eine ganze Folge dafür und er hat einfach keine, normalerweise. Was hat denn der da jetzt gehabt? Warum hat er sich jetzt Schuhe mit Schnürsenkeln geholt? Nur für die Folge. Ich könnte schwören, er hat welche. Dieser Mandela-Effekt hat scheinbar auch mich getroffen. Also mich nicht. Der nächste Mandela-Effekt ist komplett an mir vorbeigegangen, aber vielleicht kennen ihn ja einige von euch. Denn es gibt in der Episode, wo Mr. Krabs seinen millionsten Dollar bekommt, eine Szene, wo sie ja dann hinterher feiern, und zwar bei einem Bootstrip, beim Fischen. Und da gibt es ja die Stelle, wo Mr. Krabs seinen millionsten Dollar verliert. Und am Ende ist er sauer und SpongeBob und Thaddäus, die geben ihm dann so einen Fake-Dollar. Er bemerkt es aber direkt und sieht dann so einen blauen Lippenstift drauf und sagt, das ist Korallblau Nummer 2. Und dann korrigiert ihn SpongeBob. Und jetzt, Leute, sagt SpongeBob im Englischen. Im Englischen. Ja gut, ich kenne nur die deutsche Version. Da sagt er, das ist Korallblau Nummer. Und dann, boom, 3. Englischen. Oder? Hat er das gesagt? Das ist Korallblau Nummer 5. Also das ist Korallblau Nummer 5. Und fünf? Dann wird er geschlagen mit einer Angel von Thaddäus. Also dass er geschlagen wurde, das weiß ich, aber warum 5? Aber das sagt er nie. Denn mitten im Satz kriegt er schon die Angel auf den Kopf und dieses Nummer 5
hört man nie. Okay. Das Verrückte an diesem Mandela-Effekt ist aber, dass viele im Internet schwören, es ist Coral Blue Number 5. Wieso sagen alle Number 5? Woher wissen die das? Das hätte ja auch Number 6 oder so sein können, aber die sagen alle Number 5. Aber SpongeBob sagt das nie! Okay, könnte es sein, dass Mandela-Effekte wirklich real sind und dass wir uns in einer Paralleldimension befinden und es gibt eigentlich eine andere Alternativdimension, wo SpongeBob das wirklich gesagt hat oder die Vergangenheit wurde verändert oder irgendwie sowas? Warum? Warum 5? Warum? Das macht keinen Sinn. Also klar, es macht keinen Sinn, wenn man eine andere Nummer sagt, aber ja, ich habe die deutsche Version gehört und da sagt er, es war Korallenblau Nummer 3. Und genau in dem Moment, wo er geschlagen wurde, hat er dieses 3 gesagt. Glauben das mal. Ist das nicht so? Das ist so weird, Leute. Ihr könnt ja gern eure Meinung dazu sagen. Hat er es gesagt oder nicht? Wie ist es in eurer Erinnerung? Ich schaue mir gleich mal die deutsche Folge an. Im SpongeBob... Also die deutsche Folge bin ich mir ziemlich sicher. Und das habe ich bei Creepypasta Punch auch gesehen, dass er 3 gesagt hat. Aber ey, checkt das mal auch ab. Die Folge hieß... Wie hieß die Folge? Moby Dollar? Weiß ich nicht. SpongeBob-Film gibt es ebenfalls einen Mandela-Effekt. Denn am Ende des Films sieht man ja, wie Plankton ja die kompletten Bikini-Bottom-Bewohner so eingenommen hat mit diesen Eimern. Und SpongeBob gibt zu, dass er ein Goofy Goober ist und spielt dann eine Gitarre und befreit jeden der Bewohner. Aber jetzt gibt es hier eine Stelle, wo unser Köpfchen uns einen Streich spielt. Denn die Form der Gitarre, erinnert ihr euch noch daran? Ja, ich... Also war das nicht dieses mit den zwei Spitzen? So umgekehrtes V? War das nicht so eine Gitarre? Ich glaube auch, dass der Mandela-Effekt richtig ist, denn die Gitarre war so eine V-Art... Ja, genau so eine. Genau so eine Gitarre. Genau so eine Gitarre. Die Gitarre und die war lila, in meiner Erinnerung. Aber scheinbar... ist das falsch. Was? Denn die Gitarre ist actually eine Erdnuss. Nein, das akzeptiere ich nicht. Da stimmt was nicht. Das habe ich nicht in Erinnerung. Alter, das ist krass. Das habe ich so nicht in Erinnerung. Das habe ich for real so nicht in Erinnerung. Was? So eine Gitarre erinnere ich mich nicht. Das ist ebenfalls viral auf TikTok gegangen, denn viele Leute haben behauptet, die Gitarre sah doch ganz anders aus. Bla bla bla. Jeder hat eine verschiedene andere Gitarre im Kopf und ich weiß, woher meine kommt. Meine kommt aus der Episode Band Geeks. Die hatte Sandy. Da habe ich sie gesehen. Das heißt, das kann... Ja, okay, aber da habe ich gar nicht drauf geachtet. Es gab doch auch bestimmt noch so eine andere Folge, oder? Kann man eigentlich wissenschaftlich leicht erklären. Mandela-Effekt nicht real. Oder doch? Keine Ahnung, was glaubt ihr? Es gibt ein Ausbildungsvideo von der Krossenkrabbe. Dort wird gezeigt, wie man einen Krabbenburger herstellt. Aber bevor es darum geht, wie man einen Krabbenburger herstellt, muss SpongeBob erstmal verschiedene Quests, sag ich mal, erledigen. Er muss verschiedene Dinge machen. Man wird die ganze Zeit auf die Folter gespannt und es wird nie verraten, wie man einen richtigen Krabbenburger macht. Denn die Geheimformel ist ja auch geheim. Aber viele Leute sagen, dass am Ende der Episode gezeigt wird, wie man einen Krabbenburger macht. Das ist aber falsch. Nein, das ist echt falsch, weil ich habe mich so aufgeregt, dass die Folge einfach zu Ende war. Und damals, als ich SpongeBob geguckt habe, war ja noch so, da liefen die Credits nicht am Ende, sondern die Folge hat geendet und dann kam dieses Outro von Super RTL. Wisst ihr was? Ich zeige euch mal, welches ich meine, Leute. Und wirklich, das ist jetzt echt ein dicker Nostalgie-Kick für alle, die jetzt ein bisschen älter sind. Und ich glaube, niemand von euch wird das checken. Aber bitte, wenn jemand dabei in den Kommentaren ist, der diese Kindheit hatte, dann sagt bitte Bescheid. Oh mein Gott, ich hab's gefunden, Leute. Und zwar, das ist Super RTL Nachtident, ich weiß nicht, was das heißt, von 2002 bis 2008. Das ist genau dann passiert, nach dieser Episode, wenn sagt, die Geheimformel lautet... Und dann passiert das. Einfach das. Ich hab's ein bisschen zu leise abgespielt, aber... dieser Sound, wo das von Togo auf Super RTL gewechselt ist.
Das war eine ganz andere Kindheit. Das war schon crazy. Aber weiter im Text. Denn in der eigentlichen Episode sieht man das nie. Genau am Ende gibt es nämlich einen Cut und die Episode hört einfach auf. Und das ist auch der Gag an der Episode, dass man das nie herausfindet. Das ist also auch kein Mandela-Effekt. Was glaubt ihr? Erinnert ihr euch noch daran, wie man gehört hat, wie man einen Kramburger macht? Oder wisst ihr auch noch, dass es einfach so mittendrin aufhört? Ich erinnere mich daran, dass es mittendrin aufhört. Der nächste Mandela-Effekt hat auch bei mir richtig reingekickt. Denn in der Folge, wo Blubberbernd diese Gurken von SpongeBob versteckt und sagt, im Kramburger fehlen die Gurken, also der Kramburger ist nicht perfekt, da geht ja SpongeBob nach Hause und ist traurig und am Ende stellt sich dann raus, dass Blubberbernd sie unter seiner Zunge versteckt hat. Ja. So, und jetzt kommt der Mandela-Effekt. Okay, was war denn der Mandela-Effekt? Seht her! Da sind die vier Gürkchen. Und da sind meine Autoschlüssel. Und da ist mein, keine Ahnung was. Er hat die Gürkchen die ganze Zeit unter seiner Zunge versteckt. Da sind ja auch die Gürkchen vom letzten Mal. Und da sind meine Autoschlüssel. Genau. Da ist mein Abgang. Denn in meiner Erinnerung haben noch viel mehr Fische gesagt. Nee. In meiner Erinnerung, das war's. Hey, da fehlt das und das und hey, da fehlt das und das, als nur dieser eine pinke Fisch. War das bei euch auch so? Erinnert ihr euch auch falsch an die Episode? Oder ist das wirklich ein Mandela-Effekt? Hey, da ist mein Schuh. Hey, da ist mein Portemonnaie. Nein. Nein. Ich habe dafür die Folgen viel zu oft gesehen, dass ich sie auswendig kenne. In meiner Erinnerung ist das auch so passiert. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, war auf jeden Fall eine nice Episode. Ich bin ehrlich gesagt auf zwei Effekte reingefallen. Einmal mit der Gitarre und einmal mit dem... War das mit dem peinlichen Bild? Ich glaube, es war in dem peinlichen Bild, sozusagen. Das mit dem Korallenblau Nummer 3. Prüft das mal bitte jemand. Leute, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Checkt gerne Higa aus, lasst ein Like, abonniert den Kanal, haut rein, IDs raus und ciao.